So Leute, willkommen zurück zu, wie heißt das, BL Stars, genau hier, Raver gegen Rotwein. Ich hatte es auch schon angekündigt, dass das hier der nächste Kampf sein wird. Wir kämpfen hier natürlich wieder auf Pokémon, also was heißt natürlich wieder auf Pokémon Online. Ich wollte eigentlich den guten Marcel hier noch in die Aufnahme reinholen, aber da haben die beiden leider schon angefangen gehabt. Ich werde versuchen, in den zweiten Kampf rein, also dann einbauen zu können. Und hier haben wir natürlich erstmal wieder den Sandsturm, doch hat er. Und dann Victini hier gegen das Zeprial. Victini haben wir schon im letzten Kampf von Alex gesehen und ja, Skype ist jetzt natürlich sehr praktisch, dass ich das vergessen habe, auf Beschäftigung zu stellen der Eile. Aber naja, egal. Flinger jetzt ab und zu unten mal ein paar Nachrichten ein. Ich mache mich mal bereit wegzuklicken und der Flammenblitz tut Kributak weh. Aber das ist schlimm, wenn man das so kommentieren muss. Die anderen spielen nebenbei und die Wasserdüse, die hat er vielleicht, hat er mit der nicht gerechnet, vielleicht hat er nichts gehabt, um sich rein switchen zu können. Ich sehe hier beim Team schon mal bei beiden zwei, bei Rotwein zwei BLs und bei Ravia jetzt auch das zweite BL. Also ich muss auch immer kontrollieren, weil ich glaube Alex gestern, also Grising, der hatte dem sein zweites Team war nicht ganz regelkonformer. Das hat ja für den Kampf keine Auswirkungen gehabt, von dem her, naja, sei es drum. Ich hätte die Pilzspore, jetzt muss Rotwein aufpassen, weil das Farbiglas ist doch relativ böse. Es legt erstmal die Spikes aus. Ich würde übrigens nicht mit Giftspitzen anfangen, sondern mit den Stachlern. Ich muss hier relativ schnell reden, Alter. Ich werde mein Getränk immer so relativ schnell leer. Das Getränk leert sich und der Kampf, der geht immer noch fort und meine Stimme wird immer schlechter. Ich kenne das. Ich kenne von beiden die Teams, von Rotwein sogar noch ein bisschen besser und ich meine zu wissen, dass es Zapdos auflockern hat. Und er wechselt jetzt raus auf Bisaflor, einfach um vielleicht einen Donnerblitz abzufangen, aber das war nicht seine Absicht. Und jetzt hier die Frage, wie kann er gegen Bisaflor wechseln, welches Set hat Bisaflor, weil ich weiß, dass es nicht das Mega Bisaflor ist, weil er hat einen anderen Mega drin. Die Team Preview habe ich leider nicht gesehen, die werde ich im nächsten Kampf anfordern. Meditalis ist keine schlechte Wahl, Egelsamen, Meditalis kann er leider, kann er relativ einfach countern, aber er tut es nicht und es ist tatsächlich, das ist tatsächlich Mega Bisaflor. Ich hätte eigentlich mit einem anderen Mega Pokémon gerechnet. Nämlich genau mit dem hier, weil er hat auch auf jeden Fall die Mega-Entwicklung drin. Und im Moment muss ich sagen, sieht gar nicht mal schlecht für Rotwein aus, wenn er sein Meditalis hier rausholt und einen geschickten Wechsel das zu Beerus macht. Weil das hätte ich schon in die Mega-Form gebracht. Also ich persönlich würde jetzt auf Heatran gehen an Rotwein Stelle, weil der alle Attack abfängt, da ist mein Bildschirm mir fast schon eingeschlafen. Hoppala, was machst du denn da? Oh Gott, ey. Mann, warum ist es auf einmal so hell? Das hätte ich jetzt nicht getan, hier auf Cesurio zu gehen. Das war eventuell ein Fehler. Ich weiß aber nicht, ob er unbedingt die Fähigkeit von dem Guten kennt. Deswegen wird hier noch nichts verurteilen. Aber das war schon mal Luck und er geht hier auf den Schwertanz. Also hier gehen sie beide auf die volle, auf die Vollen gleich. Das ehrlich wäre natürlich direkt teuer geworden und da wird es auch teuer. Schlägt die Brunosphäre ab, die wirkt. Boah, Brunosphäre wirkt als, ich weiß gar nicht, was die wirkt. Also auf jeden Fall, die Beeren sind hier verbuggt, das weiß nicht, ob das der Ravia weiß. Auf jeden Fall ist jetzt die Situation schon mal ziemlich scheiße gegen, Entschuldigung. Ja, okay, hier, aber er hat hier die Genesung, er geht weiter auf den Schwertanz, das war ein, beinahe schon ein Mega-Predictor Eisenschädel, kriegt er den Flinch, er kriegt den Flinch und langsam wird's hier echt eng. Abschlag macht auch nicht mehr so viel Schaden wie früher, weil das Item weg ist. Jetzt bleibt ihm nichts mehr anderes übrig, als hier wirklich nochmal auf den Schwertanz zu gehen, das tut er jetzt auch. Und dann zu hoffen, dass es viel rechtzeitig wegstirbt. Und der Schmarotzer, der killt natürlich jetzt, weil er plus 6 drin hat. Das ist heftig, oder? Hat er über plus 6 drin? Das wäre eine Frage an Marcel. Ich gehe die ganze Zeit auf die Werte drauf. Das sieht dann so Bildschirm so voll belegt. Und das ist jetzt eng. Wer ist denn schneller von den beiden? Der hier hat um die 200 und der hier hat weh. Die sind, wären beide genau. Nee. Kryptag ist schneller, wenn beide keine Init-EVs verteilt haben. Okay, wenn jetzt Ravia weiß, welches Item das Kryptak trägt, was ich selbstverständlich weiß, dann wäre er jetzt auf Bisaflor gegangen. Aber so geht er auf Farbigeln, begeht eventuell schon einen kleinen Fehler. Mal sehen. Ich weiß nicht genau, was er jetzt mit dem Farbigel hier vorhat. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt da rausgegangen ist, das muss ich ehrlich sagen. Hier die Toxic Spikes liegen wieder aus. Wir können jetzt gleich Zapdos kommen. Aber der Turmkick, der grillt das Farbigel hier fast. Eigentlich kenne ich das ja eher mit dem guten, mit Hausbruch, also mit Shell Smash, glaube ich, sogar gebannt, aber eigentlich Hi Alpo, das Alpo ja Tät für den Gegner von Alpo, das ist, Rot Acker Red, okay, der weiß das. Kampf Nummer 1.
Gut, dann haben wir hier. Warte mal, ich schreibe denen das mal ganz schnell, dass Marcel im zweiten mitkommentieren möchte. Im zweiten. Noch so. Das Megametallis ist dran gekommen. Der Eisbär hat trotzdem verdammt viel Schaden gemacht. Das hat kein kühnes Wesen, vermute ich mal. Hier kommt jetzt Zapdos und das ist schon. Ja, jetzt sind wahrscheinlich die Spikes gleich wieder weggefegt. Außer er prediktet das halt und macht irgendwas gegen das Zapdos oder Togekiss. Kann nichts gegen Zapdos ausrichten, zumindest wüsste ich das nicht. Wir gehen auf die Hypothese, also auf Hypotheros. Oh, Entschuldigung. Ja, auflockern, Fluchtwert sinkt. Da müsste man eigentlich. Naja, was. Ja, können ich, vielleicht kommt der Alpo auch gleich in die Konf noch rein, warum nicht? Dann haben bin ich ja hier, dann bin ich derjenige, der am wenigsten Ahnung vom CP hat, aber naja, egal. Macht ja nichts. Er wächst hier auf Grebutak und da hat er Glück gehabt, dass das Raven nicht prediktet hat, aber warum sollte er auch? Naja, wohl. Schwierig, also auf jeden Fall der Kampf hier steht auf Messers Schneide. Rotwein hat definitiv die besseren Karten. Der Krabhammer, der tut verdammt nochmal weh. Er tut richtig, richtig weh. Und da unten, Alter, wenn der jetzt nicht. Wenn jetzt nicht aufhört, online zu kommen. Alter, hört auf. Jetzt kommen wir auf einmal alle online. Kaum bin ich in der Aufnahme. Ich bin heute sowieso den ganzen Tag Skype. Skype ist heute der Horror. Aber das Grebutak, das haut richtig, richtig heftig rein gerade. Und das sieht schlecht aus. Obwohl Bisaflor durchaus noch alles wollen kann hier. Bisaflor kann den Kampf noch entscheiden. Wie viel Prozent hat er noch? Oh, 16. Das wird natürlich eng mit 16% hier noch den Kampf zu entscheiden. Also ich denke, ich würde mal sagen, der erste Kampf geht an Rotwein aus, der hier hat jetzt Init-EVs verteilt, aber das wäre schon. Obwohl, na, der Sieg ist noch nicht sicher, aber ich würde sagen 99,99%. Er wechselt raus, geht jetzt auf die Synthese, ja, das tut er beim Sandsturm, den er sich selber reingehauen hat, tut das ihm nicht so gut. Der Giftblick paralysiert den, das war auch ein sehr interessanter Move, der Giftblick auf Serpi Royal und natürlich direkt den Parahex, das ist ungeschickt für Ravia, aber ich denke, er geht nochmal auf diesen These. Nein, er geht auf Egelsam gegen Serpi Royal. Warum? Leute, hört doch auf, ey, das ist ja nicht normal. So viel hatte ich heute noch nie in diesen 10 Minuten, die hier vielleicht schon kämpfen. Nein, was ich, vielleicht sind auch nur 8 oder so. Jedenfalls deutlich länger als mein Kampf gegen Chrysing vorhin. Und er holt jetzt Heatran rein, das ist eigentlich auch. Ja, Bisaflor kann halt nur die Egelsamen gegen Heatran machen. Aber er geht erstmal für Synthese, also Bisaflor ist ein Monster, das weiß Ravia spätestens seit Skaras Tournament. Ja, ich call ihn jetzt sicher nicht, während ich in der Aufnahme bin. Also bitte, das mag mein, mag him Taser. Ich block den Typ gleich. Alter, gibt's hier Rage beim Kommentieren von einem Kampf zwischen zwei anderen? Ey, würde ich selber gehext werden, würde ich den Rage verstehen, aber hier, das ist sehr abartig. Oh Mann, oh Mann. Naja, hier. Ja, jetzt wird ja auch noch angeschrieben. Applaus für eure Leistung, ey. Ach, ich habe euch alle gern, meine lieben Skype-Kontakte. Soll ich nicht noch schreiben in der Aufnahme, nicht auf beschäftigt, bitte alle anschreiben und dauernd on und off gehen. Und blinkt das schön immer unten rechts ein und gibt keine nervigen Töne. Naja, sei es drum. Obwohl, ne, den Ton hört man ja gar nicht. Den Ton hört man gar nicht, weil der ja ausgeschaltet ist. Den nehme ich ja gar nicht mit auf hier. Oh Mann, ey. Jetzt wollen die Skype ja nicht aufhören zu schreiben. Jo, also ja, der Kampf könnte noch ein wenig ziehen, glaube ich. Aber das Toxin ist natürlich auf Zapdos böse, weil er hat keine Möglichkeit, das Toxin loszuwerden. Der Donnerblitz, der juckt Bisaflor gar nicht. Der Egelsamen wiederum schon. Ach, wenn er nicht daneben gehen würde. Also auf jeden Fall, der Kampf steht noch auf Messerschneider. Hat er die Steichen ausgelegt? Nein, das ist auch nicht geschickt. Denn Krebutak kann er ja auch nichts reißen gegen das. Oh, aber der Abschlag tut verdammt nochmal weh, ey. Kann aber auch nichts groß reißen. Das ist echt, das Bisaflor ist ein Monster, das weiß er seit Skaras Tournament. Das ist immer noch so. Das Vieh ist einfach, ich hasse es, gegen es zu spielen. Das ist fast so schlimm wie Megazubiris. Moment mal ganz kurz.
Okay, das Toxin ging sehr pyroyal. Ich weiß auch, warum er vorhin da nicht angegriffen hat, weil er gar keine Möglichkeit hatte, wirklich. Muss hier die Synthese kommen. Wenn der Parex kommt, hat er verloren. Nein, er wird noch durch die Vergiftung dahin gerackt. Jetzt Heatran, kann er es one-hitten mit einem Flammensturm, ist die große, große, entscheidende Frage. Oder gibt's den Doppelparahex? Der Lavasturm, okay, der killt. An diesem Sinne, Glück für Rotwein. Ravia verliert den ersten Kampf, aber mal schauen, ob er das noch rausreißen kann. Wir sehen es dann gleich zu dritt vielleicht. Also Leute, willkommen zurück zu, ja, BL Stars, nicht zurück, aber zum nächsten Kampf. Wir haben hier wieder Ravia gegen Rotwein. Teams sehen es jetzt relativ ähnlich aus. Wir haben ja auch unsere beiden Gästinnen, Ted alias Alpo und Omega X Blue Wolf Marcel noch dabei. Hallihallo, Leute. Doch. Der Alpo, der ist schon gerade ein bisschen am Laken, deswegen wird er ein bisschen sich zurückhalten und uns nicht mit seinen CP-Wissen überzeugen und überreden können. Und ist sicher, Rotwein hat offenbar doch einen Teamwechsel vorgenommen. Ja, jetzt hat er Also, erstmal die Spikes auf dem Feld. ja, die tollen Giftschützen. Also ich denke mal, ich werde dann so für Alpo dann das Sprechen noch ein bisschen mit übernehmen. Ja, rede ich ja Aber sowieso gern, kann ich noch ein bisschen mehr reden. ja, auf jeden Fall war ich ja, normalerweise sollte ich eigentlich bei dem ersten Commentary, also beim ersten Kampf schon gegen mit Rotwein und Ravia sollte ich noch mit dabei sein. Aber dann haben die beiden ja doch entschieden, dass sie dann direkt den Kampf schon starten und oh mein Gott, da kommt ein Victini namens Clown. Das werde ich dir niemals verzeihen, Ravia. Ja, das werde ich dir niemals verzeihen. Wenn du dieses Video anguckst, Ravia, ich werde es dir niemals verzeihen. Auf jeden Fall war ich ja beim ersten Kampf leider dann nicht mit dabei und da ist nichts lustig dran. Und ja, eigentlich wäre ich dann auch beim ersten Kampf mit dabei gewesen, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Hör mal auf zu lachen jetzt! Du steuert wahrscheinlich voll die ganze Zeit, aber egal. Auf jeden Fall ist Victini hier. Das könnte dem Ja, echt. Scarabon ganz schön Ärger machen. Genau, los, Clown, mach es fertig. Oder Ja, wir denken dran, ich werde es niemals vergessen. ja, prinzipiell würde ich der wirklich, hätte ich auch den Wechsel auf rotem Weg gemacht, aber das ist einfach verdammt stark, dieser V-Generator. Das ist garantiert Wallbandit, also Standard-Set, weil ja, das Ding macht schon wirklich Sieht man ja. harten Schaden. Echt, spielst du das Bandit, ich spielst du mal Scarf. What? Genau. Trickbetrug, ne? Nein, ich meinte Victini. Ja, meine ich ja, Scarf mit Okay, Trickbetrug kommt spiele ich mit jetzt. Victini. Nein, einfach Scarf, damit alles outspeedet und mit V-Generator weghaut. Das ist ganz praktisch und Gengar. Tschüss. Ich glaube, Ravia fängt an, wirklich jetzt böse zu werden. Aber er ist nicht auf die Mega-Entwicklung gegangen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Jetzt hat er auch noch die Steine. Ich habe gerade wieder einen Kuli am Arsch gemacht. Er hat vorher eh nicht geschrieben. Der hat mich im ersten Kampf zwar der mich Ich so. glaube, ja, ich glaube, der will den Prankster behalten. Ja, Ja, das das, könnte auch ja, sein. das ist wahrscheinlich die Standardtaktik, die ich in letzter Zeit auch sehr oft gesehen habe bei einem Zubiris. Erst mit Zubiris mit Prankster hochboosten, dann in die Mega gehen und dann wirklich ordentlich Schaden austeilen. Was ich mich gerade aber frage, warum geht Rotwein weiter auf Stealth Rocks, wenn er weiß, dass es ein Mega-Zubiris ist? Ja, nee, im letzten Kampf hat er Wissen. Ding, er hat Mega-Bisa-Floor dann noch im Team, das heißt, wir wissen gar nichts hier. So. Ach so, okay. Also ich denke mal, soweit ich das mitgekriegt habe, hat ja Rotwein den ersten Kampf gegen Ravia gewonnen. Ja. Aber ich denke mal, so wie es jetzt gerade läuft, liegt Ravia diesmal vorne, weil er hat momentan zumindest hat er die Oberhand. Also zwar nicht von den Kills her. Ja, Okay, das Problem never ist, mind. er kann nicht gegen Scarabon mit Irrlicht hingehen, weil er sich im Prinzip mit diesen Toxic Spikes selbst zerlegt hat, das Match. Ja, Das ist ein wenig das ist dann. problematisch. Ja, das ist dann wieder Das blöd, wird morgen aber schon beim Testkampf gegen ihn aufgefallen, dass er da ein bisschen unkoordiniert manchmal ist, dass das ein bisschen unklug im Prinzip ausgespielt ist. Letztendlich in Heat schon totale Wall, außer man spielt irgendeine komische Attacke drauf, was weiß ich, was man auf Victini spielt, das sagt jetzt gar nichts mehr zu den Sets. ja, also ich glaube, jetzt ist es eigentlich auch wieder ein bisschen, also jetzt scheint wieder Rotwein vorne zu liegen. Weil ich meine, es steht gerade 6-0 für Rotwein. 6-0, genau. 6-4 für Rotwein. Ob da jetzt Ravia noch hinterherkommt. Das Rotom, das ist am Ratzen, oder? So wie ich es gesehen habe. Das pennt. Ja,
Aber, oh, aber jetzt kommt das gefürchtete mein Gott, Mega. Legen die Headstats jetzt auf Rotwein setzen. Okay, also ich glaube, das Zubiris war dann doch wohl keine Mega, sondern das gute Bisaflor ist dann wohl sein Mega. Wow. aber Mega Bisaflor ist wirklich ein tierisch harter Threat, also. Ja, oh Gott, Alter. Das hätte, hätte wirklich im letzten Kampf war das extrem knapp, weil das hätte auch Ravia noch gewinnen können, hätte er da nicht den Para als die Full Para bekommen. Das wär, war wirklich ungeschickt in genau dem Moment. Sonst hätte er sich ja mit Synthese wieder hochgeroostet und hätte keiner mehr eine Chance gehabt dagegen, dann wenn es 74% hat, steht dann. Ja. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie das jetzt ausgehen wird, aber oh, und Latios mit 1-0. Latios ist schon ein bisschen. Also ich denke mal, dass Latios ist auch garantiert live gelive-opt oder Choice Scarfed. Also ich denke mal eher, das ist. Oder ist es jetzt. Ja, nee, ist es dann doch wohl Choice Scarfed. Weil ich sehe hier auch kein Life Orb Recoil Damage, deswegen denke ich mal Experten. Höchstwahrscheinlich. Ja, okay, anscheinend ist Expertengurt vielleicht. Ja, okay, also Choice kann es auf keinen Fall sein, weil jetzt konnte er nach der Psychokinese ja den Draco raushauen. Ja, das muss. Also das wäre auch ein interessant. Ja, das wäre auch ein interessantes Set mal mit Expert Build. Aber jetzt denke ich mal, 3 Pokes gegen 6. Es wird noch eng für Ravia, aber ich meine, alles ist jetzt noch offen, sofern. Ja, Tok ist erstmal safe drin. Ja, und er kann halt wirklich gucken, da Feuersturm, okay. Ja, warum kein Flammenwurf? Das würde mich mal interessieren. Ich mal, ich denke mal, er will, er ist für den Feuersturm gegangen. Da kommt oh der Crit. Oh mein Gott, Alter. Und es reicht nicht, das Luftschnitt ist ja echt böse gerade. Ich denke, oh, da kommt der Burn mit dem Irrlicht. Okay, das ist jetzt wirklich, also ich denke mal, der Kampf ist dann wohl, glaube ich, auch, sofern ich das jetzt gerade so sehen darf, entschieden, weil, ja, sein Togekiss ist so gut wie tot. Wenn er das nochmal rein switcht, dann sein Steinchen, ja. Oder? Ja, das ja. Steinchen tot, Hypoterus kann nichts machen gegen. Ja, nicht mal gegen Scaraborn können es was machen. Ja, und gegen, ja, Bisaflor alleine gegen 6 wird wahrscheinlich auch nichts mehr bringen, weil ich meine, es kommt einmal Heatran und dann, oder allgemein, oder es würde schon Latios ausreichen mit Expert Belt, also. Ja, eben, das Problem ist Latios. Ja. Heatran nicht mal unbedingt. Da kommt es auch schon. War und dadurch das Video von Rotwein, oder? Ja, war eigentlich ganz. Sehr, sehr Problem, ja. Also ein 6-0, sollte er das 6-0 jetzt wirklich noch bekommen, wäre das nicht schlecht. Oh! Guck dir so an, geht auch noch ganz dreist auf den Gedankengut, Alter. Ja, das ist jetzt wirklich böse. Jetzt möchte er aber wirklich richtig, richtig. Also jetzt möchte ich es erst. Jetzt, ich glaube, er möchte es jetzt wirklich wissen. Ja, jetzt geht's rund, ey. Und er geht nochmal. Oh, das war. Ich glaube, das war ein Fehler, weil es kein Eiszahn, oder? Ja, aber dass das gemisst hat, war wirklich. Also jetzt wird er wirklich ein bisschen greedy. Boah, und oh, die Psychokinese! Oh shit! Oh, er hat schon verlassen, der Alpho. Ja, ich würde sagen, GG. GG, also das war well played. Absolute Demütigung, Ich werde. Also, jetzt harter, 6-0 lose. Trotzdem gut gespielt von Ravia, also. Auch nochmal wirklich dann noch ein Lob an dich, also du hast dich ja dann, ich habe den ersten Kampf zwar nicht mitgekriegt, aber so wie ich es jetzt gerade gesehen habe, hast du dich ja eigentlich recht gut geschlagen gegen Rotwein, aber Rotwein, klar, war an der Stelle natürlich dann besser ja, vom vor allem von dem, in dem ja. Match keine wirklich großen Fehler gemacht und das halt, man merkt es. Ja. Und ja, dann noch halt das 6-0 rausgeholt und das war halt dann, ja, war dann halt wirklich dann das Entscheidende. Ja, auf jeden Fall verdient auch in der Höhe. Jetzt zieht die nächste Runde. Eigentlich zeigt sich gleich nochmal ein Bracket und Ravia. Da muss ich dann im Loser Bracket jetzt eben durchschlagen. Mal gucken, wie weit er da noch kommt. Ich bin gespannt. Ja, und ich denke mal, dann sehen wir uns vielleicht dann entweder in meinem Kampf wieder oder... Morgen bei Blumenfee sehen wir uns.
Ach so, ja gut, ja. Dann kommentiere ich da auf jeden Fall dann auch nochmal mit. Ja, mal gucken, ob du dann schon wach bist, also. Ja, ich hoffe es mal, ne? Also bis die Tage dann in diesem Sinne. Tschaußen. Ja, nicht wahr. Oh, haut rein, Leute. Ja, ciao. So Leute, dann kommen wir jetzt zum Bracket, wie ich bereits angekündigt habe. Ich möchte hier meine Ergebnisse eingetragen. Der erste Kampf war, wenn ich mich nicht täusche, 2-0 für Rot war in der zweite, ja, der war 6-0. Das ist schon heftig. In der Höhe war das schon, naja, ein bisschen zu hoch, aber da haben wir ein paar schon drüber debattiert. Wenn ihr da noch Lust habt, drüber zu debattieren, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, Rotwein kommt in die nächste Runde und wartet hier auf den Gegner. Der wird dann in Alpo gegen Rot AK Red ausgetragen. Der Kampf, der wird da wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen, vermute ich mal. Da die beiden das erst nächstes Wochenende austragen werden, habe ich gehört zumindest. Dann hier dieser Kampf steht morgen auf jeden Fall an und den Rest, da kann ich euch im Moment nichts sagen. Cory gegen Marcel wahrscheinlich Mitte der Woche. Und ja, dann sehen wir es mal. Ravi ist hier oben, hier unten im Loser Bracket, kann man ihn noch finden. Also der hat auch noch eine Chance, kann hier noch durchaus weiterkommen. Und ja, dann sehen wir da auf jeden Fall, ich glaube, das könnte sogar noch ein spannendes Match werden. Ravi gegen wer auch immer von den beiden hier verliert, das wird spannend, vermute ich mal. Wie auch das gesamte Turnier. Freut euch auf die nächsten Parts von BL Stars und wir sehen uns dann. Tschaußen!